fällt aus wegen Schlechtwetter. In Hornbad Meinberg. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Also ich bin in den Teutoburger Wald gefahren, weil ich beschlossen habe, den Eggeweg zu gehen. Lustigerweise hat der Sacki ja gestern noch ein Video rausgebracht, wo er unterwegs ist zu den Externsteinen und auch das erste Stück meiner heutigen Tour geht dann jetzt gleich hoch zum Fellmastod, wo Sacki den ersten Teil beendet hat. Ja, ich bin mal gespannt. Wetter ist nicht so toll. Gucken wir mal. Ja, wir haben es Sonntagmorgen, kurz nach 10. Da ist natürlich einiges los hier. Ja, die Externsteine weiß man gar nicht so genau, wie die entstanden sind. Das ist bis heute noch unerforscht. Also ich möchte jetzt nicht da hochgehen. Die 3 Euro Eintritt, die spare ich mir, weil ich komme da gleich noch auf den Fellmastod. Von da aus hat man auch einen super Ausblick. Ja. Der Eggeweg, der startet hier an den Externsteinen. Und ich würde sagen, ich mache mich dann jetzt mal auf den Weg. Direkt am Eggeweg hier gibt es auch einen kleinen Kletterpark. Der ist auch nicht weit von den Externsteinen weg. Bin vielleicht 10 Minuten gegangen. Wenn überhaupt. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe vor, den Eggeweg zu gehen. Was ist der Eggeweg? Der Eggeweg ist eigentlich die, wenn man so will, die Verbindung vom Teutoburger Wald zum Sauerland, einmal über die Höhenzüge des Eggegebirges entlang, und ist eine der ältesten Heeres- und Handelsstraßen hier in der Gegend und ist somit ein geschichtlich wichtiger Weg. Und ist sogar älter als der Königsweg. Der erste Abschnitt von den Externsteinen. Da ist schon mal nicht so super toll zu gehen, weil das ist hier so eine ausgewaschene Forststraße mit teilweise richtig dicken Brocken. Jetzt führt der Weg hier durch Silberbachtal. Also das ist wirklich mal ein schöner Wegabschnitt. Gefällt mir gut.
Ah, jetzt ist erst noch angefangen zu regnen hier. Ich habe dem Rucksack mal eben sein Cape übergeschmissen, dass der trocken bleibt. Aber es ist so warm heute, wenn ich jetzt ein Regencape anziehe, bin ich genauso nass. Dann lasse ich es lieber. Ah, und hier muss ich jetzt hoch. Hier geht es jetzt hoch zum Velmerstod. Ja, normalerweise könnte ich euch hier eine schöne Aussicht zeigen, aber ich würde sagen, fällt aus wegen Schlechtwetter. Gehe ich einfach mal weiter. Bin ich am lippischen Velmerstod angekommen. Es plästert wie Sau. Zum Glück gerade kein Gewitter. Dann wär das hier oben auch nicht so toll. Auf dem höchsten Punkt der Gegend. Da vorne ist der Eggeturm. Hier links geht's hoch. Aber das spare ich mir jetzt. Weil Aussicht ist sowieso keine und jetzt fängt schon wieder an zu donnern, weiß ich nicht, und da möchte ich nicht auf den Turm steigen. Da gehe ich lieber hier außen rum weiter. Schade, ich wäre da gerne mal hochgegangen. Ja, mittlerweile regnet es nur noch leicht und der Weg ist hier so ein naturbelassener Pfad, der aber also 2 Meter von der Straße entfernt geht, finde ich eine gute Lösung. Einfach den Wanderweg neben die Straße. Und auf der Straße bis jetzt aber auch nicht ein Auto gefahren. Ich weiß nicht, ob das nur so ein geteerter Fahrradweg ist. Das passt mir schon ganz gut so. Also langsam lässt der Regen nach. Ich hoffe mal, dass er jetzt mal für 1-2 Stunden komplett aufhört, weil ich bin jetzt gleich im Campen, beziehungsweise es fehlt nicht mehr viel, dann bin ich am Abzweig nach Campen, wo ich ja heute Nacht auf dem Campingplatz zelten will. Und da wäre schon ganz gut, wenn ich halbwegs im Trockenen mein Zelt aufstellen könnte. Ich habe den Abzweig nach Campen gefunden. Wir haben es jetzt 15 Uhr. Eigentlich noch recht früh, aber egal. Bin nass, will aus den nassen Klamotten raus, dann passt das schon. Ja, und die Dame an der Rezeption, die ist recht nett. Die sagte mir, ja, stellen Sie am besten hinten am Spielplatz auf, sind eh keine Kinder da. Sagt sie, weil da ist noch so eine Hütte und da kann ich mich dann heute Abend aufhalten und auch kochen. Und was auch noch genial ist, direkt hinter meinem Zelt ist ein Wasserbecken. Brauche ich also auch nicht zum Wasser holen, weiß Gott wie weit laufen.